hier jetzt einfach mal rein und reiße mir wahrscheinlich die Haare vom Kopf. Kollege, du nimmst dir jetzt mal einen Säbel und rammst mir einen Leib und wir gucken mal, ob das Ding hält. Okay. Hast du schon aufgenommen? Ist schon. Hallo Freunde. Nein, die Katze ist heute nicht der Moderator, sondern ich, wie immer, wie ihr das gewöhnt seid. Ja, Mietze, ja, komm mal schön her. Schafft euch ein Haustier an, da habt ihr viel Spaß. Die frisst euch zwar die Haare vom Kopf, ja, der andere möchte nicht. Katze Nummer 2, der geht's auch gut. Hast du jetzt die Katze bei der Toilette gestört? Die hat sich gerade geputzt wie wild. Ja, das ist Katze Nummer 2. Alle beide wollen ständig ins Haus, Katzenfutter haben, Katzenklo besuchen und dann wieder raus. So, du könnt ja wieder abmarschieren. Guckt schön in die Kamera rein. Miau, miau, schickt Futter, miau, 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 miau. Sag mal, wo bleiben eigentlich die Pakete mit dem Katzenfutter spenden? Ja. Unterwegs. Unterwegs wahrscheinlich. wir nehmen auch weiterhin gerne die Pakete mit den Bierspenden, so wie der Kollege letztens, das war wunderbar. Komm, geh spielen, Mizi. Du bist ganz schön fett geworden. Meine Fresse, dass eine Katze so schwer sein kann. So, okay, das war jetzt der Vorspann. Freunde, Hobby. Schönes Hobby. Ich sag immer, schafft euch ein ordentliches Hobby an. Ui, ich habe viele Hobbys. Boah. Habe ich euch vor Jahren schon mal vorgestellt. Das ist die Tasche, wo das gute Mittelalter-Equipment sich befindet. Du, das Ding wird jedes Mal schwerer, wenn ich es rausnehme. Daran merkt man, dass man, glaube ich, zu alt wird dafür. Leute. Oh. Naja, eigentlich hatten die auch früher einen Knappen, der das... Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig hinten oder vorne ist. Ich kriege jetzt einfach mal rein. Und reiße mir wahrscheinlich die Haare vom Kopf. Du, ich bin kleiner geworden. Oh, die Wampe ist straffer geworden. Oh. Ey, du, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, das war früher leichter. So. Kollege, du nimmst dir jetzt mal einen Säbel und rammst mir einen Leib. Und wir gucken mal, ob das Ding hält. Okay. Oder auch nicht. Ruf schon mal einen Notarzt. Und das hier so, natürlich gehört eigentlich dann noch so eine Haube drunter. Man hat das nicht direkt auf der Kopfhaut getragen, ist ja logisch, da reißt du die Haare raus. Also. Und endgültig kam dann auch noch ein Helm drüber. Ihr seht, worum es geht. Es ist alles vorhanden. Und hier muss man so sagen, ey, die fette Wampe, du. Das dürften so geschätzt, das waren glaube ich 13 Kilo oder so, das Kettenhemd. Und 3 bis 3,5 Kilo die Kettenhaube. Ja. Ah. Angenehm ist was anderes. Und auf den Kreuzzügen Richtung Jerusalem ist es auch sehr warm drunter geworden. Deswegen trug man ja da noch ein Kambeson drüber oder einfach nur einen Waffenrock. Das macht ungemein viel aus. So, ich versuche mich jetzt wieder hier raus zu entfernen. Wie haben die das beim Plündern den Leichen überhaupt abbekommen? Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Man kriegt es da so schon nicht wieder ausgezogen. Oh. Na, auch dafür muss man wahrscheinlich eine Technik entwickeln. So, ihr habt jetzt alle gesehen, worum es geht. Das war so mal früher die Ausrüstung, um mal an so einem Mittelalter-Spektakel teilzunehmen. Heutzutage ist es ja auch noch so, wenn man sich kostümiert, kann man umsonst rein. Gibt es ja immer noch so. Und das habe ich damals relativ günstig im Abverkauf bekommen. Obwohl das trotzdem ein teurer Spaß ist, heutzutage würde ich mir das eher verkneifen. So. Aber wir haben immer noch nicht einen Test gemacht, was das denn eigentlich aushält. Wir wollten da mal mit Pfeil und Bogen drauf schießen, fällt mir gerade ein. Gut,
Wir haben da mit Kumpels hier im Dorf drüber geredet, über das Hobby an sich und was man so braucht und alles Mögliche. Und einer hier im Dorf hat mir was Schönes gebastelt und das mir geschenkt. Was ist das? Oh, Preisfrage. Manch einer meinte schon, das ist das Leitwerk einer Rakete. Nein. Sieht ungefähr so aus, wenn es fertig ist. Sogenannter Streitkolben. Das war eine der billigsten Waffen, die man im Mittelalter überhaupt haben konnte. Aber auch trotzdem eine der wirkungsvollsten, auch gegenüber gepanzerten Rittern. Eine Waffe, die an Einfachheit und Günstigkeit, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr zu unterbieten ist. Es gab die verschiedensten Ausführungen und Größen, von kleinen Hand bis halt größer und längeren Stielen, wie auch immer. Verschiedenste Formen hier oben dran, größer, kleiner, schwerer, was auch immer. Das war jetzt meine Variante, sehr einfach, hat der Kollege schnell mal geschweißt und ein bisschen lackiert. Ich habe auch schon mal ein bisschen damit getestet, was man damit zerstören kann. Der Stiel ist einfach bloß ein Schaufelstiel aus dem Baumarkt. Ich hoffe, es war wirklich Esche, weil es sollte auch einiges aushalten. Also wie gesagt, man könnte jetzt auch ein Metallrohr als Griff benutzen. Es ist authentisch, auch wenn es zumindest im späten Mittelalter eine, wie sagt man, belächelte Waffe war. Eines Ritters unwürdig, sie ist zu billig, aber effizienter als ein Schwert. Besonders gegenüber gepanzerten Infanteristen oder Rittern. Man muss den Panzer nicht durchdringen. Es reicht, wenn man ihn eindellt. Spätestens dann hat der Ritter Atemnot. Zweitens mal Knochenbrüche auch durch den Panzer hindurch. Also hochgefährlich. Es hat halt nur kein Prestige gehabt. Ein Schwert war halt sehr wertvoll. Das war der Nimbus und sag ich jetzt mal der Status. So, diese Waffe war günstig und naja. Auch dem gemeinen Volk, soll man so sagen, ja, das konnte sich jeder zurechtbasteln in der Dorfschmiede. Habe ich euch mal gezeigt, hat der Kollege für mich gebastelt. Hier muss auch noch ein Stiel ranfabriziert werden und authentisch, sage ich mal so. Auch wenn es nicht das große Schwert ist, ich habe ein relativ kleines. Und ich habe mich gefreut, war ein Geschenk. Wollte ich euch mal so zeigen, fürs Hobby und... Ist eigentlich alles gesagt. Wir wollen damit Spaß haben. Leider ist keine Melone da. Ein Kürbis wäre auch gut. Kurzen Prozess, wollte ich bloß so sagen. Tschüss, Freunde.